Scharfschützen und ihre Werkzeuge. Liebe Interessenten, liebe Sammler, ich grüße Sie und grüße euch. Mein Name ist Volker Dänemark und in dem heutigen Video wird es um das Gewehr 98 gehen, um ein sehr seltenes Zielfernrohr des Ersten Weltkrieges und am Schluss als Highlight noch ein Unboxing. Das Gewehr 98. Das Gewehr 98 galt als Infanteriewaffe, ausgeliefert an die deutsche Truppe im Ersten Weltkrieg. Das Gewehr 98 hat eine Länge von 1250 mm und hat das Kaliber 8x57. Das Gewehr 98 liegt hier vor Ihnen oder vor mir. Zu erkennen ist es ganz klar an dem sogenannten Kurvenvisier. Das Kurvenvisier lässt sich mit einem Schieber über eine leichte Kurve, die hier eingefräst ist, von in meinem Falle hier 400 Meter bis 2000 Meter verschieben. Die ersten Modelle dieser Waffe hatten eine Einteilung ab 200 Meter. Letztendlich in Serie ging dieses Modell mit der Einteilung ab 400 Meter. Dieses Gewehr ist von der Firma Mauser entwickelt und dieses Gewehr ist bei Mauser, in der Waffenfabrik Mauser, 1916 gefertigt worden. Diese Gewehre haben alle eine Nummer. Dieses Gewehr hier hat eine vierstellige Nummer plus ein Zusatzbuchstaben. Und alle Teile, die an dieser Waffe oder mit dieser Waffe gefertigt sind, sind auch dementsprechend mit der gleichen Nummer markiert. Das Gewehr 98 wurde, so wie es hier ist, klassisch mit einem geraden Kammerstängel ausgeliefert. Die Kammer hat einen geraden Kammerstängel. So ging dieses Gewehr an die Truppe. Was macht letztendlich dieses Gewehr zu einer Scharfschützenwaffe? Im Moment sieht es so aus noch gar nichts, aber die Entwicklung war damals dem geschuldet, dass es im Ersten Weltkrieg zu Grabenkämpfen kam. Und ich habe gerade gesagt, dieses Gewehr jetzt hier, wie es ausgeliefert worden ist, hat eine Metereinteilung von 400 bis 2000 Meter und es war natürlich sehr, sehr schwierig, weil die Gegner sich teilweise unter 100 oder leicht über 100 Meter gegenüber in Gräben gegenüber lagen und somit war es recht schwierig, ein Ziel mit dieser Metereinteilung auf diese kurze Distanz zu treffen. Man hat dann für diese kurze Distanzen ein sogenanntes Blechkorn entwickelt, das heißt, es wurde ein zusätzliches Korn mit einem kleinen Faden vorne am Korn angebracht, und dieses half dann, Ziele zu treffen, die halt eben unter 400 Metern zu treffen waren. Danach hat man festgestellt, dass man auch hier in der Dämmerung dass es zu keinen guten Trefferergebnissen kam in der Dämmerung. Und dann wurde ein sogenanntes Leuchtkorn entwickelt. Das war ein Korn, das eine Phosphorisierung hatte. Es wurde vorne aufgeschoben und gleichzeitig hier am Visier auch ein Teil aufgeschoben, was links und rechts auch Phosphorisierung hatte. Dann konnte man auch in der Dämmerung über diese beiden sogenannten Zielhilfen auch recht gute Treffer erzielen. In der Dämmerung. So. Die Weiterentwicklung kam dann von der Firma Zeiss. Die Firma Zeiss hat dann ein Zielfernrohr entwickelt, und zwar das sogenannte bifokale Zielfernrohr. Und um dieses geht es hier im Video. Dieses bifokale Zielfernrohr hat eine 2,5-fache Vergrößerung, wie gesagt von der Firma Zeiss entwickelt, das auch als sogenanntes Dämmerungszielfernrohr oder als sogenanntes Glasvisier bezeichnet wird. Dieses Zielfernrohr sieht so aus. Das ist ein bifokales Zielfernrohr von der Firma Zeiss. Das Logo der Firma Zeiss ist hier aufgeprägt. Ich habe dann eine Streulichtblende aus Leder, die ist hier angebracht, mit einem kleinen Metallring hier vorne. Und was das Zielfernrohr besonders macht, ich habe eine Möglichkeit, dieses Zielfernrohr an das Visier anzubringen. Hier habe ich eine Klemme, die drücke ich und man es genau, ich hoffe, dass man es erkennen kann, hier spreizen sich zwei Hebel und somit konnte ich dieses Zielfernrohr
mit einfachen Möglichkeiten auf dieses Gewehr 98 aufbringen. Das heißt, ich konnte das Zielfernrohr über die Visierung schieben, es rastete ein und somit hatte ich schon fast eine Scharfschützenwaffe. Es kam jetzt nur noch dazu, dass ein zusätzliches Teil gebraucht worden ist, und zwar habe ich noch ein sogenanntes Hilfskorn. Das wurde vorn auf das Korn auch nochmal aufgeschoben und dieses Hilfskorn hatte ein großes weißes Dreieck und in Verbindung mit diesem bifokalen Zielfernrohr konnte ein relativ geübter Schütze gute Treffer erzielen in der Dämmerung. Das war die Entwicklung der Firma Zeiss. Zu sagen ist noch, normalerweise, ich habe Ihnen das jetzt gezeigt hier auf dieser normal ausgelieferten Infanteriewaffe, dem normalen 98er. Es gab sogenannte spezielle 98er, GW98er, die hatten hier vorne auf dem Kurvenvisier hatten die eine Gemarkung oder einen Hinweis, da stand GLV für Glasvisier. Die hatten noch eine extra Möglichkeit, dieses Glasvisier fest anzubringen. So. Das zu diesem Visier zu sagen, zu diesem recht seltenen Erster Weltkriegs Zielfernrohr. Wenn es da noch Fragen gibt, bitte unten in die Kommentare schreiben, ob ihr noch was sehen möchtet, dementsprechend, ob ihr noch eine Erklärung braucht, gerne. Jetzt kommen wir zum Unboxing. Also ich habe wieder ein Paket bekommen und wir schauen jetzt gemeinsam nach, was in diesem Paket beinhaltet ist. Diesem Paket ist ein Anschreiben dabei. Sehr geehrter Dänemark, dieses Zielfernrohr gehörte meinem Großvater im Ersten Weltkrieg. Er war danach Stabsoffizier der Heeresgruppe Nord, 4. Armee bei Günther von Kluge, Brennecke und Wuttmann. Mit freundlichem Gruß. Hast sogar ein Bild. Das heißt, hier auf diesem Bild sind einige ranghohe Offiziere zu sehen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges und auf einen zeigt hier ein kleiner Pfeil und ich denke, dass dieser Mann irgendwas mit diesem Zielfernrohr zu tun hatte. Das ist ja mal eine sehr sichere Verpackung. Also in diesem Fall handelt es sich tatsächlich um ein Stahlzielfernrohr und zwar die Marke ist Dr. Walter Gerard und dann kommen wir dazu, wie man Zielfernrohr aus dem Ersten Weltkrieg erkennt. Auf den ersten Blick, also hier haben wir eine Gravierung, die wurden graviert, die wurden nicht gepunzt oder bestempelt, sondern die wurden graviert. Hier haben wir den Hersteller Dr. Walter Gerard, Charlottenburg. Und darunter steht GEW, Nummer, vierstellig und dann noch ein Folgebuchstaben. Das heißt, dieses GEW steht für Gewehr oder Gewehrnummer. Das ist das erste Erkennungsmerkmal. Und das zweite Erkennungsmerkmal haben wir hier auf der Höhenverstellung, auf dieser Scheibe. Ich hoffe, dass ihr es erkennen könnt oder sie. Da habe ich jetzt eine Einteilung von 1 bis 10. In diesem Fall eine Einteilung von 1 bis 10. Es gibt noch drei weitere, aber ich gehe jetzt nur auf die eine ein. Das andere würde ich noch in einem anderen Video, wenn ich speziell die Zielfernrohre vorstelle, werde ich das nochmal genau erklären. Also hier auf dieser Seite, ich weiß nicht, ob man erkennen kann, hier ist nochmal der Hersteller zu erkennen. Hier unten ist GEW und dann die Nummer. Und der Folgebuchstaben. Dieses Zielfernrohr ist aus dem Ersten Weltkrieg. Es war irgendwann auf einer Scharfschützenwaffe des Ersten Weltkrieges.
Was das Zielfernrohr nur sehr ungewöhnlich macht, das habe ich in der Form noch nicht gesehen, ist, dass es meiner Meinung nach, wenn ich das hier fühle, komplett abgeschliffen wurde. Diese Zielfernrohre wurden immer brüniert, das heißt schwarz ausgeliefert. Die Brünierung schützte vor Rost. Ich kann mir nur vorstellen, dass es bei diesem Zielfernrohr dem geschuldet ist, dass es schon leichten Flugrost hatte oder schon kleine Rostnärbchen und dass irgendjemand dieses Zielfernrohr mit Schmirgelpapier abgeschmirgelt hat. Das ist meine Meinung zu diesem Glas. Ich schaue mir nochmal das Absehen an. Ja, es ist, die Durchsicht ist klar bis zu den Rändern. Es ist das klassische militärische Absehen aus dem Ersten Weltkrieg und das ist auch hier nochmal das dritte Erkennungsmerkmal. Das würde ich aber auch nochmal in den nächsten Videos erklären, wie dieses klassische oder dieses Erste Weltkriegs militärische Absehen aussieht. Ja, auf jeden Fall, ich freue mich sehr. Es ist auf jeden Fall ein Original-Scharfschützenglas aus dem Ersten Weltkrieg. Wie gesagt, sehr ungewöhnlich durch das abgeschmirgelte. Hier haben wir nochmal die am Okular, die Verschraubung im Messing auch deutlich zu erkennen. Und hier am Objektiv genau das gleiche. Ja, also bin sehr froh, mal ein Original-Scharfschützenglas aus dem Ersten Weltkrieg. So, liebe Interessenten, liebe Sammler, das war's für heute. Ich hoffe, das Video war für euch informativ. Es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Like, das heißt unten in der Leiste, Daumen hoch und über ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Volker.